Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Spitex Lindenhof in Aftrigen. Professionell, strukturiert und persönlich. Im heutigen Talk geht es einmal nicht um Politik und auch nicht um Wirtschaft. Es geht um eine Mischung zwischen Hochleistungssport und Show. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk. Bei mir ist ein super durchtrainierter junger Mann aus Aftrigen. Er ist definitiv fitter als ein Turnschuh. So fit, dass er in der 8. Staffel von Ninja Warrior Germany im Finale auf den 3. Platz sich vorgekämpft hat. Vom Fernsehstudio quasi direkt ins ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Sandro Scheibler. Salü Philipp, merci, dass ich da bin. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im ZT-Studio. Du bist der beste Schweizer Ninja Warrior quasi, was überhaupt aller Zeiten, kann man sagen. Ja, das ist so. Ich habe vor 2 Jahren den 8. Platz geholt, die beste Platzierung von einem Schweizer in der deutschen Sendung, und habe mich und auch alle anderen Schweizer dürfen schlagen. Und ja, ist ein schönes Resultat. Gutes Gefühl. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie ist jetzt der allerletzte Teil für dich verlaufen, aus deiner Perspektive? Ja, Stage 3 ist immer ein bisschen spezielle Stage. Es ist die letzte und auch die härteste. Es verlangt einem eigentlich alles ab. Es ist mega auf Ausdauer gelegt, mega harte Hindernisse und die alle nacheinander. Ja, der Anfang ist relativ gut gegangen. Mir ist eigentlich ja, sanft reingestiegen, sage ich mal. Und eigentlich dann kurz vor dem Minitramp zu den Steckkästen. Dort haben wir gewusst, es ist der intensivste Teil. Man hat kaum Pause. Und für mich war eigentlich immer klar, es muss alles passen. Und dann könnte es länger. Mhm. Und wenn nicht, dann läuft meine Unterarmausdauer einfach einmal nach. Mhm. Ich kann einfach nicht 15 Stunden, blöd gesagt, an den Arm hängen. Und ja, es war so gewesen. An den Steckkästen bin ich ein bisschen ins Hedern gekommen. Ja, das kannst du es noch ganz kurz erklären, Steckkästen? Das ist das Hindernis im letzten Pool eigentlich. Mhm. Sind so rote Kästen, wo man so Stäbe hat, wo man sich von Löcher in die Löcher sich fortbewegt. Und das ist eigentlich der erste Zug. Ist eigentlich du hast eigentlich hinter den Kasten den Stab eintun. Und dort habe ich einfach etwa 5 Versuche gebraucht. Und das bringt verliert man massiv Kraft wahrscheinlich. Ja. Und auch. Wie bist du am Schluss zu dem Sport gekommen? Du bist jetzt 23, 24? 23, genau. Ja, ich habe mit 12 Jahren mit Parkour angefangen, hier in Zofingen. Und das hat mich mega fasziniert. Ich habe sehr viel trainiert, schon mit 14, 15, teilweise 5, 6 Mal in der Woche. Und habe eigentlich immer gesagt, wenn Ninja Warrior in die Schweiz kommt, mache ich mit. 2018 war es dann genau so. Ich war 18, erste Staffel. Ich habe mich beworben, mitgemacht. Schon ins Finale gekommen, natürlich auch. Wunderschön war für das erste Jahr. Und das hat mich dann eigentlich das Ninja-Fieber gepackt. Und dann ist es weitergegangen in die deutsche RTL, hä? Genau, ja. Wo sie die Schweiz abgesagt haben, nicht mehr stattgefunden hat, habe ich mit dem Deutschen beworben. Dann die 6. Staffel gekommen und mit dem 8. Platz auch. Gerade ein schönes Startresultat können holen. Wie sieht jetzt die Trainingswoche von dir aus? Erzähl doch ein bisschen von deinem Trainingsumfeld. Das ist ja speziell. Ja, es ist sehr durchmischt. Ich sage, ich bin nicht so ein typischer Athlet, der klar strukturierte Trainings hat, die er durchführt. Bei mir, am Montag fängt die Woche an. Oftmals gehe ich am Montag bouldern. Und wenn nicht, dann mache ich so ein kleines Kraftausdauertraining. In der Zeit kurz vor der Aufzeichnung, wenn ich intensiv trainiere. Nach einer Dienstag habe ich je nachdem dann bouldern oder dann Pause. Und am Mittwoch ist eigentlich für mich so das Wichtigste immer, was ich alle Woche immer habe, das Training bei mir daheim, wo andere Athleten zu mir kommen, die nicht in der Fernsehsendung auftreten, aber auch sehr aktiv Ninja trainieren, wo ich auch trainieren und so beibringen. Genau, und dann Donnerstag ist meistens Pause. Die Hände sind dann meistens auch ein bisschen geschändet. Genau. Nach dem Mittwochstraining? Genau, das ist meistens intensiv. Und je nachdem, am Freitag fahre ich manchmal in eine andere Halle, auf Basel bin ich auch schon, so kurz vor der Aufzeichnung immer wichtig, auf Technik zu trainieren.
oder nochmal bouldern oder nochmal bei mir daheim. Und am Wochenende ist es meistens sehr durchmischt. Erzähl von deiner, ganz kurz, von deiner Halle, die du daheim eingerichtet hast. Das hast du quasi im Heuschober quasi. Ja, das ist echt der alte Heustack von meinem Vater. Das sind, glaube ich, knapp 400 Quadratmeter, wo wir eigentlich schon im 14. Jahr angefangen haben, umzubauen. So mehr als Parkour-Schür, als Parkour-Park. Und eigentlich dem 18. Timusleiter reingekommen ist und seitdem immer mehr. Und ja, mittlerweile haben wir auch ein schönes Trainingsgrüppli, das das auch nutzt. Es ist natürlich auch schön, viel Finanzielles reingeflossen und auch viel Herzblut und Zeit. Und schön, aber es kommen sicher viele sehr junge Leute zu dir, aber in dem Alter, wo jetzt in dem Alter sind, wo du angefangen hast, was sagst du den jungen Leuten, die zu dir schauen, jetzt so als Ninja Warrior? Die wollen ja alle auch irgendwann ins Fernsehen und so. Was gibst du denen so als wichtigsten Tipp mit? Ja, für mich ist eigentlich der Spass im Sport eigentlich der wichtigste Faktor. Ich sage, heutzutage machen so viele Leute Sachen, die sie nicht gerne machen, wegen Prestige oder wegen Geld, was auch immer. Aber macht doch den Sport für eure Freude. Bewegt euch, schaut, was der Körper kann. Das ist so faszinierend, was man herbringt durch Training. Und ja, wirklich, habt Spass am Sport. Du bist nicht so verbissen, oder? Du hast ja vorher gesagt, du hast nicht so ein brutal strukturiertes Training. Du musst immer noch ein bisschen Flexibilität und Lockerheit haben. Ja, also ich denke, es gibt sicher verbissenere Athleten als ich. Ich habe sicher auch meine Ziele, ich habe Ehrgeiz. Ich gehe manchmal trainieren, wenn ich keinen Bock drauf habe. Das gehört dazu. Aber ich glaube, ich kann mit einer schöneren Lockerheit das Ganze hingehen wie viele andere. Mhm. Und jetzt vor einem so einem Millionenpublikum auftreten, plötzlich ist man bekannt, plötzlich kennt man dein Gesicht irgendwie. Was ist das für ein Gefühl? Ja, man muss schlussendlich schon gerne vor der Kamera stehen, sage ich, und auch gerne reden und sich präsentieren. Es ist ein Sportwettkampf, aber es ist auch eine Fernsehsendung an erster Stelle. Show, ja. Genau, und von dem her, mir macht es Spass. Ich gebe auch gerne ein Interview jetzt mit dir hier, Philipp. Ja, das merkt man. Immer Spass. Das macht auch Spass, ja. Genau. Wir auch. Und ja, ich finde es auch schön, wenn wir Leute erkennen. Mhm. Ich war letztens gerade an einem Weihnachtsmarkt in Luzern mit den Freundinnen und Kollegen. Und, ja, hi, Sandro. Kurz nach dem Halbfinale war, kommt irgendeine Frau, noch nie gesehen. Hi, Sandro. Josie, es ist stören. Ich nur wollte sagen, mega gut war gestern. Und ja, das ist mega schön. Ich finde es schön, wenn die Leute auch erkennen und es schätzen. Jetzt das Training, hast du erzählt, wie ist es mit der Ernährung? Wie schwer streng bist du mit dir selber? Sehr unterschiedlich. Ja, ich sage jetzt so, nach der Sendung gibt es auch in Off-Season. Da kann man sich ein bisschen mehr gehen lassen und ein bisschen mehr geniessen. Ich mache immer etwa so zwei Monate vor den Aufzeichnungen mache ich ein bisschen strengeres Programm. Ich trinke dann keinen Alkohol mehr, schaue ein bisschen mit dem Zucker runterfahren. Ist auch gewichtstechnisch bei mir immer ein Thema, weil ich eher schwer bin. Wie bist du? Momentan etwa 83 und so Aufnahmen sind etwa 80 Kilo gewesen. Also musst du wieder 3 Kilo rausnehmen, wenn du... Ja, das Ziel wäre, auf nächstes Jahr etwa 5 rauszunehmen. Okay. Ja, einfach weil man merkt nicht das Kilo, wenn man an den Finger hängt. Sandro, wenn man so bekannt ist inzwischen wie du, nehmen wir an, da vielleicht stehen die Sponsoren schon langsam Schlangen. Ich weiß es nicht. Wie ist es mit dem Thema? Ja, Schlangen schon nicht. Aber ja, ich habe erste Sponsoren, was auch sehr schön ist. Bio Inspecta, so als Hauptsponsor von mir, der mich auch finanziell unterstützt, dass ich mir auch ein bisschen mehr Zeit rausnehmen kann fürs Training. Ja, ist natürlich auch immer eine zeitliche und finanzielle Frage. Das ist ein Bio-Label, oder? Ja, sie stellen ein Zertifikat ausstellen. Mhm. Genau. Wenn wir noch zu deinem Hintergrund. Dein Hintergrund ist ja, du bist auf einem Bio-Bauernhof aufgewachsen, glaube ich, oder? Ja. Genau. Mein Vater ist Bio-Bauer zu Oftrigen. Genau, und durch das bin ich auch ein bisschen reingerutscht. Und es ist auch das, wo ich dahinter stehe. Ich würde nicht für die Firma... Also ich sage jetzt zum Beispiel für den grossen Hamburger-Brand, den ich das nenne, für den wäre wahrscheinlich eher nichts für dich. Nein, gar nicht. Ich muss einfach dahinter stehen und sagen, hey, das Produkt, die Firma, ja, kann ich auch verkörpern und das Aushängeschild mit Stolz dürfen sein. Und du bist Schreiner und du schaffst aber nicht so ganz... streng jeden Tag, wäre wahrscheinlich mit dem Training nicht so einfach, nehme ich an, sondern du tust so, glaube ich, so Freelancen, kann man sagen. Ja, oder? Kann man so sagen, auf Auftrag. Also wie viel kannst du denn noch arbeiten oder
willst du noch arbeiten, wenn es wirklich ganz harte Trainingsphasen sind, wo du dich wirklich willst, auf den Sport konzentrieren? Ja, es ist sehr unterschiedlich. Jetzt, dieses Jahr hat es sich gerade so ergeben, weil ich beim Onkel geschafft habe, wo wir Häuser gebaut haben, die eigene Regie. Hat sich so ergeben, dass ich vor der Aufzeichnung ja, fast 100% oder mehr geschafft habe. Ich kann es mir schon mit dem Training einteilen. Es werden einfach strenge Tage und ich lasse vieles anderes Kilo liegen. Und ja, bin ich froh, wenn ich nachher Zeit habe, um das zu erledigen. Mhm. Aber ich sage jetzt so, wenn du 80% schaffst, dann ist es echt relativ angenehm, um mit dem Sport, Familie, Freunde und Co. Das alles irgendwo unter einen Hut bringen. Ja, genau. In dem Sport, das hast du glaube ich auch schon gesagt, braucht es auch sehr eine starke mentale Komponente, eine grosse mentale Stärke. Wie hast du dir die angeeignet? Man merkt auch, wie gelassen du vor der Kamera bist. Ja, ich glaube, für mich ist immer noch so ein bisschen, das grösste Geheimrezept ist schon die Freude am Ganzen. Man darf sich das nicht, wie nicht ein bisschen noch nehmen. Weil, ja, ich bin jetzt auch wieder in den Tee gegangen, jetzt in der 8. Staffel. Ich war schon mal in der Stage 3, gewesen. Ich war der beste Schweizer in dieser Sendung. Und ich habe meinen eigenen Druck, ich habe den Druck von außen. Und man muss können umgehen mit dem. Und man darf sich eigentlich selber nicht zu viel Druck machen und auch mit Freude reingehen. Und ja, ich habe mir das jetzt über die Jahre echt verschieden angeeignet. Mhm. Vor allem im Sport. Da hat man jetzt auch seit ein paar Jahren gar nicht klettern. Ja, es ist etwas sehr Schönes, wenn man 300 Meter an der Felswand oben klebt. Und man weiss einfach, man hat zwei Höcke in der Wand, wo man sich das Leben gerade dran hängt. Und ja, man sichert den Kollegen und hat dem sein Leben in der Hand. Man trainiert mental extrem. Das Klettern ist etwas, das sehr stark trainiert bei dir. Aber auch der Ninja-Sport an und für sich. Wenn man von Stange zu Stange fliegt, ja, da kann ihm nichts dinge, wenn der Kollege irgendetwas doof schreit, das darf ihm nicht rausbringen. Dann ja, fliegst du einfach am Boden. Und, ja, das kann nicht sein, oder? Welche Teile sind denn so deine ganz grossen Stärken in diesem Parkour? Was würdest du sagen, wo bist du? Ja, meine Stärken sind, glaube ich, so das Dynamische an den Stangen. Oder vor allem, wenn man etwas connecten muss, nennen wir das. Mhm. Wenn man auch nicht zwischenschwingen agiert, also von Stange zu Stange eigentlich direkt weitergeht. Da bin ich sicher sehr stark drin und ja, mache ich auch sehr gerne. So, jetzt ist Weihnachten bald. Was gönnst du zu Weihnachten? Also ist jetzt so ein bisschen Entspannungszeit angesagt? Also gibt es ein bisschen Güppli und Bier? Ja, das auf jeden Fall. Also ich sage ja immer, man muss sich ein bisschen leben können. Man kann sich nicht auf das voll fixieren. Weil ja, man kann sich nicht finanzieren von dem. Also muss man auch sonst ein bisschen leben. Und ich trinke auch sehr gerne ein Bier mit Kollegen oder zwei, drei. Und ja, ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, sich ein bisschen gehen zu lassen. Und ich nehme an, das geht bei dir weiter. Was sind so deine nächsten Pläne für 24? Ja, es geht eigentlich im April. Ist eigentlich wieder der grösste Event. Ja, die Bewerbung ist eigentlich wieder rausgegangen für Deutschland. Mhm. Genau, ich hoffe auch und denke aber auch, dass ich wieder starten darf. Sicher gut, sehr gute Karten. Genau, und das wäre eigentlich Mitte April, wäre auch wieder die Aufzeichnungen. Und ja, je nachdem wird es auch noch kleinere Wettkämpfe geben. Sicher bei mir daheim werde ich wieder im neuen Jahr Wettkämpfe organisieren. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das neue Jahr. Mhm. Und ich werde sicher für die neue Staffel noch mal ein bisschen härter trainieren. Merkst du auch, wie der Sport quasi so ein bisschen eben auch also wächst, auch Beliebtheit überkommt und junge Leute nachzieht? Ja, das merkt man schon. Aber man merkt auch in der Schweiz, durch das, dass wir kein Ninja war in Switzerland mehr haben, stagniert es auch ein bisschen. Also es ist wirklich, das Element ist wichtig, dass die Leute das sehen. Ja, für den Start schon. Ich sage jetzt, die Amerikaner irgendwie mit der Staffel 16, bin ich ganz sicher. Denn, ja, es hat so viele Hallen dort und das ist so eine grosse Community mittlerweile. Und da in der Schweiz sind wir noch nicht so weit. Ich bin da auch ein bisschen Vorreiter, der mit anderen zusammen das probiert, ein bisschen, ja, zu festigen und zu pushen. Und, wäre das nochmal ein Traum von dir, irgendwo in Amerika mal so in dieser Community dich ein bisschen umzutun und in diesen Hallen zu trainieren, oder ist das... Also ich werde auf jeden Fall mal über ihn vorbeigehen. Ich habe dieses Jahr in der Schweiz auch ein paar kennengelernt. Mhm. An einem sehr speziellen Event, an einem Bungee-Seil sind wir dort, okay. Unter einer Brücke gewesen. Genau, mit ja, 40 Meter Sturz, wenn du gehst. Dort habe ich ein paar davon kennengelernt und ja, sind auch ganz flotte. Ich sage, der Sport verbindet.
Und ich werde sicher mal dort vorbeischauen und mit denen trainieren. Sandro, herzlichen Dank für das Interview, dass du ins ZT-Studio gekommen bist, nach deinem grossen Auftritt im Ninja Warrior Studio. Und nächstes Jahr schöne Weihnachten und nächstes Jahr viel Glück. Und ich drücke wieder die Daumen und ich schaue wieder Ninja Warrior. Du weißt, ich bin Fan von dieser Sendung. Merci vielmals. Das war es vom ZT-Talk. Nächste Woche neuer Gast, neuer Talk, hoffentlich wieder mit Ihnen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der Spitex Lindenhof in Oftrigen. Professionell, strukturiert und persönlich. Trotz gesundheitlichen Einschränkungen dort leben, wo man sich am wohlsten fühlt. Daheim. Das ermöglicht die Spitex Lindenhof mit ihren Pflege- und Hilfeleistungen rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, inklusive Notrufdienst.